gute Arbeit, Philippe. Deine Klassenkameraden sollten sich ein Beispiel an dir nehmen. Was habt ihr mit ihm gemacht? Und wie war's heute in der Schule? Der Direktor der Schule hat mir gesagt, dass sie ein sehr gutes Sportprogramm zu bieten hätten. Hast du schon mal was probiert? Ich schlafe sehr viel.
der Taxifahrer. Garrity hat in einer spektakulären Aktion den Fluchtversuch des gefangenen James McGuire verhindert. Der ehemalige Supermarktmanager war ja, ich bin der Herr! ...auf den Mann, der die Namengebühren passieren wollte, zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Als Mr. Garrity McGuire aufhalten wollte, wurde er von diesem angegriffen. Wenn Sie es einmal versuchen, werden Sie es immer wieder versuchen. Und zwar so lange, bis Sie es schaffen. Mal frei, Unfall, nichts weiter. Nun, ich rede über niemand bestimmt. Wenn Sie sich selbst umbringen wollen, können wir beim besten Willen nichts dagegen tun. Ma! Ist ja cool, man kann Sie aber nicht den lieben langen Tag im Auge behalten. Wollen Sie sich am Ende dann doch selbst auf. Ma, bitte! Denken Sie mal an den Mann der armen Betty Purcell. Er suchte viermal sich das Leben zu. Und als man glaubte, er wäre zu überrascht, nahm er alles abends seinen Hund, ging spazieren und sprang in den Kanal. Ma, halt deinen Mund oder verschwinde. Das Thema hat sich erledigt. Ist das jetzt klar? Na gut, ich werde keinen Mund mehr darüber verlieren. Und das, nachdem ich ihm gerade diese hübsche neue Schultasche geschenkt habe. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Ich hasse diese Schultasche! Ich würde sie dir am liebsten in deinem rostigen Arsch stecken. Wage es ja nie wieder, in diesem Ton mit deiner Großmutter zu reden. Das nenne ich eine Ausdrucksweise. Und du machst, dass du hier rauskommst, sonst schmier ich dir eine. Ich weiß genau, wo er das hier hat. Los, mach dir mal wohl keine Sorgen um mich. Ich würde dir nicht verhindern, den aus dieser Menge noch mal eine richtige Tracht prügeln. Und verpasst ihr auch gleich ein paar, wenn du schon dabei bist. Es geht ja was Merkwürdiges an sich. Wie geht's dir doch? Nein, Muldoon. 7 plus 7 ist 14. Ich möchte aber, dass du die 7 und die 7 multiplizierst. 7 und 7? Ja. Nein, ich hab's dir doch gerade erklärt. McGuire. Ah, da müssen Sie ja demnach Mrs. McGuire sein. Was kann ich für Sie tun? Ich habe mit den Jungs was zu besprechen. Unter uns, wenn es Ihnen nicht ausmacht. Raus hier! Jungs, ich erteile euch jetzt eine Lektion, und zwar über den Unterschied zwischen Gut und Böse. Und warum es viel besser ist, zu seinen Mitmenschen freundlich zu sein, als gemein. Du, wie heißt du? Deko. Na gut, Deko. Nehmen wir mal an, ich mache dir diese Torte hier zum Geschenk, das wäre doch nett. Und du würdest sagen, vielen Dank, Mrs. McGuire, das ist sehr freundlich von Ihnen. Doch andererseits, wenn ich dich an den Haaren packen würde,
um mir deinen Kopf in die Torte zu rammen, dann wäre das überhaupt nicht nett von mir. Oder? Nun, Deko, das ist Philipp. Und es ist ganz einfach, ein Freund von ihm zu sein. Doch alles, was ihr macht, ist ihm rumschubsen. Ihr und euer Fußball. Jetzt zeige ich euch mal Fußball. Wenn einem Menschen etwas Gemeines antun, oder? Es wäre doch so viel besser, wenn sie nett zu einem wäre. Verstehst du mich? Ist irgendjemand hier, der mich nicht verstanden hat? Gut. Dann ist das für heute das Ende der Lektion. Bis heute Abend, Philipp. Thank you.